Mein Name ist Stefanie Thielmann. Ich weiß nicht, wer mich hier schon kennt. Der ein oder andere, den kenne ich zumindest. Das ist schon mal ganz schön. Und was ich auch gerne wissen würde im Anfang wäre, wer ist in der Community engagiert? Wer tut was oder wer ist eben noch nicht irgendwo und möchte sich jetzt Informationen holen? Also sprich, wer ist bereits in der Community? Okay, Robert, Hand hoch. Okay, und der Rest ist dann also schon so, dass ihr euch erstmal so ein bisschen ein Bild machen wollt. Dann ist der Vortrag zumindest gut angelegt. Ein Jahr Community für mich selber bedeutet, dass ich unheimlich viel gelesen habe, dass ich wahnsinnig viele Tweets verfolgt habe und damit auch so ein bisschen an die Menschen der Community rangekommen bin, beziehungsweise mir ein Bild gemacht habe. Ob das immer stimmt, ist so die Frage. Ich habe wahnsinnig viel Englisch gelernt, dazu gelernt, Redewendungen gelernt, das war irre. Natürlich auch mit Joomla gearbeitet und da auch mein Wissen erweitert. Und nicht zuletzt habe ich, und heute noch ein bisschen mehr, 29.021 Kilokalorien wegen Joomla verloren. Leider kein Kilo, aber zumindest die Kalorien. Wer ich selber bin, muss ich natürlich auch noch kurz vorstellen. Meinen Namen habe ich gerade mal ganz elegant weggelassen. Wie gesagt, Stefanie Thielmann. Bin ausgebildete Informatikkauffrau in grauer Vorzeit und habe dann angefangen, Informatik zu studieren. Bin aber nach dem Vordiplom dank meiner Kinder da wieder rausgegangen und im Moment studiere ich jetzt Online-Media-Marketing. Kann von mir behaupten, dass ich in der Zwischenzeit ein Joomla-Enthusiast bin, habe eine kleine Mini-Agentur auch laufen, wobei ich grundsätzlich aber angestellt arbeite bei der IT GmbH und mache da Marketing und Schulungen für unser Produkt. Das ist eine Visualisierungssoftware für Gebäudeautomation. Und so wie es da unten steht, denke ich, ist es für alle plakativ. Wir schalten per Handy oder unsere Software ist ursächlich dafür, dass man auch mit Handys das Licht an- und ausmachen kann. Community ist für mich kein Fremdwort. Ich bin also schon immer mit vielen Menschen umgeben gewesen. Das ist jetzt nicht nur meine Familie, aber ein Teil davon und ein nicht ganz kleiner Teil ist meine Familie. Bin mit 5 Geschwistern groß geworden. Also viele Menschen um mich herum ist eigentlich durchaus eine Sache, die ich kenne. Meine ersten Schritte mit Joomla sind letztendlich so gelaufen, dass ich dadurch, dass ich halt mit Computern irgendwas mache, viele Leute an mich herangetreten sind und gesagt haben, du kannst doch bestimmt und mach mir doch mal. Und letztendlich war es dann 2009 so, dass die Schule, wo meine Kinder dann waren, eine Website hatte. Auf dieser Website lief unter Joomla und dann bin ich halt da an Joomla rangekommen. Und anschließend kam dann noch der Turnverein, der eine Website wollte und dann kam halt irgendjemand, der gesagt hat, ich möchte hier, ich möchte da und kannst du nicht mal und du weißt doch, wie das geht. Und so bin ich dann Stück für Stück eben da reingerutscht. Und weil Joomla halt da das erste Mal vor mir war, bin ich dann dabei geblieben, weil es sich halt angeboten hat. So, und dann kam natürlich irgendwann die Community. Und das war für mich eigentlich, also programmiert habe ich in C# und dementsprechend bin ich eigentlich in einer ganz anderen Welt zu Hause gewesen für Business-Anwendungen und habe dann da aber schon diese Geschichte von User Groups kennengelernt. Und habe dann Fragen gehabt zu Joomla und bin dann in Nürnberg auch einmal zu einer Joomla-User Group gegangen, weil ich mir gedacht habe, so, ich habe da ein paar Fragen und vielleicht sind die in der Lage, mir die zu klären. Und das war unglaublich, also das war freundlich aufgenommen, wunderbares Team und man konnte wirklich auch mal blöde Fragen stellen. Und hat festgestellt, die anderen kochen auch nur mit Wasser. Und es sind Leute wie du und ich, die da sitzen und die haben auch genau die gleichen Probleme im Anfang gehabt und die waren auch nicht wirklich besser, schlechter, was auch immer. Und da habe ich mir dann gedacht, das ist genau mein Ding, da fühle ich mich wohl, das ist eine tolle Sache. Letztes Jahr bin ich dann zum Joomla Day gefahren. Das war eigentlich, ja, weil es halt gerade nett war und die Community wurde da schon in dieser kleinen Gruppe sehr gefördert. Also der eine oder andere kennt sicherlich den Stefan Wendthausen und den Christian Hent, die die Gruppe in Nürnberg aufgebaut haben und auch noch betreiben. Und die Elisa, die im Publikum sitzt und die jetzt da auch mitmischt.
Und von daher war das klar, dieses Team, das auch den Joomla Day macht, mitmacht, promotet den entsprechend. Und da war es dann für mich irgendwie klar, muss ich auch mal hin. Am Joomla Day selber habe ich dann den Vortrag vom André Dreyer gehört zur Zertifizierung, was für mich, ich mache Schulung, also war das so eine Sache, da musste ich unbedingt hin. Das war für mich der Einstieg in eben die Community. Das Zertifizierungsprojekt läuft seit 2013. Da haben wir dann auch später noch eine Session dazu. Und das Projekt ist international aufgehängt. Das ist jetzt also nicht nur die deutsche Community. Der Teamleader sitzt auch im Publikum übrigens. Das ist nicht eine deutsche Community-Geschichte, sondern das ist eher ein international angelegtes Projekt. Und dementsprechend sind wir da auch mit Englisch unterwegs und haben ganz viel Kontakte dann zu verschiedenen Menschen. André war also derjenige welche. Und das ging dann so, dass irgendwann dann ein Skype-Chat aufgesetzt, oder der lief natürlich schon seit 2013, aber dieser Skype-Chat, da wurde ich dann eingeladen und hatte dann auf einmal 30 Leute, mit denen ich mich auf Englisch unterhalten musste. Das war im ersten Ansatz ganz schön aufregend. Weil so das Business-Englisch habe ich jetzt nicht so drauf, dass ich da ständig unterwegs wäre. Und was aber schön ist, dadurch, dass das wirklich international ist, da sind Leute aus Asien, aus Amerika, aus sonst wo, es ist wirklich auch nicht unbedingt immer jeder Native Speaker und dadurch kommt man da auch sehr schnell rein und sehr entspannt rein. Also Angst vor Englisch, wenn man einen Grundwortschatz hat, muss man nicht haben, wenn man bei Joomla mitarbeiten will. Und was auch sehr schön war und was ich für mich selber sehr spannend fand, am Joomla Day habe ich die ganzen deutschen Community Leader irgendwo kennengelernt, beziehungsweise mal gesehen, das ist ja auch schon mal ein David Jardin oder ein Lukas Jardin in der Zwischenzeit, du kommst ja relativ schnell hinterher, mal zu sehen. Einfach diese ganzen Leute überhaupt mal in Fleisch und Blut zu sehen, ist schon toll. Und in diesen Meetings hatte ich dann Kontakt bis rauf zu Sarah Watts, wo einfach ja, für jeden Joomla irgendwo steht, das ist OSM, das ist Open Source Matters, das ist das oberste Board, beziehungsweise das sind die Finanzierer und Überwacher der Marke. Und die Sarah Watts ist ja Präsidentin von OSM und es ist schon spannend, wenn man dann jede Woche mit ihr telefoniert. Auch nur ein Mensch aus Fleisch und Blut. Also sehr spannend. Das mit dem Skype hat sich dann relativ schnell erledigt und ich habe dann viele andere Tools kennengelernt. Ich war dann also nicht nur mit Skype unterwegs, weil Skype hat sich im November 2014 dann verabschiedet und wir sind im Februar 2015 zu Slack übergewechselt. Das sind, kennt jeder diese Tools? Collaboration Software nennt sich das. Das ist eine Software, um die Zusammenarbeit von Teams, die nicht in einem Raum sitzen, zu gewährleisten. Man kann sich Daten vernünftig hin und her schicken, man hat immer die gleiche Übersicht. Es gibt einen Chat dazu, also es ist einfach ein recht angenehmes Tool, wo man dann vernünftig miteinander kommunizieren kann. Das eine ist Slack. Slack hat aber für die Community dann irgendwann nicht mehr gereicht, beziehungsweise hat einfach aus Vertragsgründen war es nicht mehr das beste Tool und dann sind wir zu Glip gewechselt. Und das hält immer noch. Also im Anfang war das ein ganz schöner Hype, diese ganzen verschiedenen Tools dann zusammen zu managen und dann von der einen Gruppe in die andere Gruppe und dann war man doch irgendwo noch in der alten Gruppe und das war irgendwie recht durcheinander. Aber seit Februar 2015 sind wir jetzt bei Glip und das ist eine gute Sache. Passt. Genau, und die deutsche Community ist auch bei Glip und hat da eine eigene Gruppe. Und wer interessiert ist, dass er auch da mit rein möchte, hat der Robert gerade schon gesagt, dem David oder dem Robert einfach einen Ping geben, die nehmen euch mit auf. Und was man natürlich noch hat, das sind unzählig viele Dokumente, weil so eine Zertifizierung, die läuft ja dann erst einmal, also ich bin in der Gruppe, die die Fragen dann stellt. Wie gesagt, das ganze Thema kommt dann später noch, aber so eine Arbeit läuft dann in dieser Community zum einen natürlich über Telefonate, da werden Entscheidungen getroffen, die müssen dann ausgearbeitet werden, dann müssen diese Entscheidungen nochmal überdacht werden und das ist so ein ständiger Prozess, der da läuft.
Manchmal läuft der ganz gezielt in eine Richtung und manchmal wabert der so vor sich hin. Also in so einer Community ist es nicht so, dass man immer straightforward arbeitet. Manchmal ist es auch etwas gemischt. Aber es ist auf jeden Fall immer sehr bereichernd und immer sehr schön. In diesem einen Jahr habe ich auch die sozialen Medien ziemlich, ja, sorry, mir wurde gesagt, dass der Launch heute Morgen ist. Also in dieser Community habe ich dann natürlich auch die sozialen Medien irgendwo kennengelernt, dass wir da wahnsinnig vernetzt sind. Also ich habe Open-Source-Projekte in der Art auch noch nicht so kennengelernt, dass ich mich so tief reingedacht und reingearbeitet hätte, aber wir sind quasi überall vertreten. Man kann uns überall finden und was ich ganz genial finde, man hat immer die Leute ansprechbar. Es ist niemand, der sich zurückzieht und sagt, hey, ich kenne dich nicht, was willst du von mir? Sondern die sind alle offen und wer Hilfe braucht, kriegt die Hilfe oder wer sich einbringen will, wird herzlichst aufgenommen. Der persönliche Kontakt, es funktioniert. Was mir ganz wichtig ist und was mir ganz arg am Herzen liegt, ist Joomla.org. Das ist die offizielle Website vom Projekt, auf der ich für mich ganz viel gefunden habe. In diesem Jahr habe ich mich nicht nur mit der Zertifizierung beschäftigt, ich bin auch noch in eine zweite Gruppe reingerutscht. Und da war auch Joomla.org für mich wirklich spannend. Das ist eine Seite, die das... Also ich habe jetzt hier die Community mal rausgenommen, die das Gesamtprojekt einfach ganz schön fördert, wo man einfach sich angucken kann, wo sind die nächsten Events, wo ist die Community zu Hause, welche User Group gibt es, wer ist wo verantwortlich. Man kriegt einen riesen Überblick. Und ganz speziell ist auf dem Volunteers Portal eine Liste der Working Groups, die alles aufzeigt, was an offiziellen Gruppen in diesem Projekt läuft. Da geht natürlich auf einem Screenshot nicht, dass ich alle aufstelle, sondern das ist jetzt hier nur ein beliebiger Screenshot. Ich habe auch nicht die Zertifizierung genommen. Aber da kann man einfach mal gucken, ob da irgendwas für einen passt, ob man sich da wohlfühlt, ob da irgendeine Aufgabe ist, wo man sich eben engagieren könnte. Und es geht nicht nur um Programmierung und es geht nicht nur darum, tatsächlich irgendwo einen Code zu schreiben, sondern die Community braucht auch die Leute, die Marketing machen, die Design machen, die Übersetzungen machen. Das ist ein ganz großer Reigen. Und das ist eigentlich das, was ich am gierigsten an Joomla finde. Das ist ein riesen Hippiehaufen. Das ist so... Jeder hat für sich was, jeder macht das, was er möchte, jeder macht das, was er kann und jeder kann auch jederzeit wieder sagen, ist nicht mein Ding, habe ich mir jetzt falsch rausgesucht, ich nehme was anderes. Und trotzdem sind dahinter Strukturen. Also wir haben nicht nur dieses völlig freie Leben der Hippie-Gemeinde, wir müssen leider auch noch ein bisschen darauf achten, dass das ganze Projekt eben zielgerichtet bleibt. Und das ist einmal ganz wichtig. Das habe ich vorher überhaupt nicht so gewusst, aber das Brandmarking, da wird sehr darauf geachtet, dass Joomla nicht einfach missbraucht wird. Das Wort Joomla ist geschützt als Marke, auch mit dem Zeichen. Und es gibt auf der Joomla.org dann eben auch die dazugehörigen Dokumente. Es gibt auch die Vereinbarung, wann dieses Logo benutzt werden kann, wie es benutzt werden kann, was dazu angegeben werden muss, etc. etc. ist alles drauf. Ich hoffe, dass sich da jemand dran hält und es ist auch eigentlich so, dass jemand dafür verantwortlich ist, dass, wenn sich einmal nicht dran gehalten wird, das gefunden wird. Ja, dann gibt es in dem Zusammenhang auch noch die Joomla-Richtlinien. Da kann man sich auch mal durchklicken und kann sich das auch mal so angucken. Das ist eigentlich auch immer ganz wichtig. Die Seite habe ich noch nicht übersetzt. Und dann gab es den großen Aufschrei des Joomla Code of Conduct, der Verhaltenskodex unter allen Joomla-Leuten. Es ist letztendlich nichts anderes als, okay, wir sind eine Gemeinschaft, wir arbeiten als Gemeinschaft und wir dürfen den anderen dann einfach nicht, ja, also es sollte eigentlich nicht dazu führen, dass man sich gegenseitig bekriegt.
In dem Code of Conduct steht nicht mehr drin, als seid nett zueinander. Es sind eigentlich Selbstverständlichkeiten, die in der Community sein sollten und die man auch tatsächlich leben sollte, wenn man in einer Community unterwegs ist. Dann liegt mir persönlich noch ganz am Herzen die JDocs. Die JDocs sind die, oder ist das Handbuch für Joomla, wenn man so will. Und die JDocs sind auf joomla.org verfügbar und hauptsächlich in Englisch. Wir haben angefangen, ich habe angefangen, die zu übersetzen jetzt seit März. Und man sieht hier, also es gibt eine Liste mit Übersetzungen. Rechts, das ist alles leider, das Grüne ist leider alles im Moment nicht auswertbar, sondern wir müssen uns an die erste Spalte halten und da ist noch verdammt viel Rot. Also wer sich da mit einbringen würde, dem würde ich die Füße küssen. Das ist nämlich eine Sache, da ist so viel Arbeit drin. Wer übersetzen mag ins Deutsche und Leuten was zur Verfügung stellen will, was auf Deutsch dann einfach Joomla beschreibt, das wäre großartig und da würde ich mich sehr drüber freuen. Die Dokumentation ist jetzt überarbeitet worden im Layout und ist im Grunde für alle Leute von Joomla geeignet, also für den Einsteiger, den Anwender, den Entwickler und auch eben einfach nur, wer mal neugierig ist, kann sich da informieren. Und das ist eben so ein bisschen auch mein Projekt, wo ich ganz lustig reingucken durfte und wo ich, das fand ich auch sehr spannend, in Glip dann auch wieder eine Gruppe gefunden habe, die nennt sich JDocs Translation. Und in dieser Gruppe ist als Teamleader der Marc-Antoine Thévenet, ich hoffe, ich spreche das richtig aus, und seine Frau Sandra. Das sind zwei groovy Menschen, das ist unglaublich, was die an Zeit in dieses Projekt investieren. Die sind, also wenn man das so überlegt, die sind eigentlich Tag und Nacht online. Das ist unglaublich. Die wohnen, sind zwei Franzosen, die sind gegangen nach Saint-Martin in die Karibik. Leben da, wohnen da, womit die ihr Geld verdienen, weiß ich nicht. Aber die sind eigentlich ständig online und sind auch unheimlich hilfreich bei der Übersetzung. Also das ist, als Teamleader machen die einen richtig guten Job. Und wenn du Fragen hast, fragst du das und dann kriegst du eine Antwort. Also das ist echt super gut. So funktioniert auch die Struktur in Joomla. Das heißt, wenn irgendjemand in dem Projekt irgendwas arbeitet, dann ist es in der Regel so, dass es einen Teamleader gibt, ein Assistant-Teamleader nach Möglichkeit und das sind einfach die Ansprechpartner. Und wenn dann irgendwas ist, dann kann man sich in der Gruppe austauschen und wenn die Gruppe dann irgendwann nicht mehr weiterkommt, dann ist der Teamleader oder der Assistant-Teamleader da und macht dann letztendlich da eine Entscheidung beziehungsweise führt die Gesamtgruppe zu einer Entscheidung. Ja, mitmachen ist total einfach und ich würde mich tierisch freuen, wenn ich auch für die Translation Group tatsächlich noch den einen oder anderen gewinnen könnte. Im Moment sind wir zu zweieinhalbst. Das heißt, ich mache ein bisschen was. Dann gibt es noch jemand, der sein Engagement angeboten hat. Und da hoffe ich, dass die ganz einsteigt. Und einen dritten, der Florian Ruppel, der sich im Moment da richtig reinfuchst und der schon ordentlich Gas gibt. Also da hoffe ich, dass da was draus wird. Und das nächste Projekt, was wir uns jetzt vorgenommen haben, ist eine deutsche Dokumentation für den nächsten Pizza Bugs & Fun, damit die Leute nicht immer auf Englisch nachlesen müssen, wie sie da jetzt einsteigen. Bitte? Das hast du schon gemacht, Ufuk. Gib mir die Texte bitte. Dann kommen die an die offizielle, korrekt, aber nicht in die... Bei den Docs ist es nicht drin. Ja, aber okay. Ja, okay. Aber das ist schön. Ja, gibt es noch Fragen dazu? Ich wäre jetzt mit meiner Geschichte soweit zu Ende. Fragen nicht. Aber eine Sache habe ich noch. Das ist so eine spinnerte Idee, das finde ich einfach herrlich. Die Kilokalorien, diese 29.021 bis gestern, das ist eine Geschichte, die hat der Christian Hent ins Leben gerufen. Der ist begeisterter Radfahrer, um nicht zu sagen schon etwas mehr als begeistert. Und der hat irgendwie mal gesagt, ach Mensch, fahren wir doch zusammen Fahrrad. Und dann gibt es jetzt seit neuestem eine zweite Gruppe.
die auch noch laufen geht. Da haben wir jetzt auch im Pre-Event da gerade schon ein paar Kilometer wieder draufgespult. Es geht eigentlich um nichts. Es ist eine Community-Geschichte, wo man mit Leuten aus aller Welt in Kontakt kommen kann. Man fährt für sich Fahrrad, trackt das Ganze und das wird dann trotzdem aber dieser Gruppe zugeschrieben. Und man kann das Ganze auf jcycle.org finden, was für mich eine großartige Geschichte ist, wo der Christian einfach eine splinige Idee hatte, die aber wieder diesen Community-Gedanken unheimlich fördert und lustig ist und Spaß macht. Gibt es noch irgendwas, was ich für euch tun kann, wo ich euch einladen kann zu irgendeiner Gruppe? Habt ihr noch Fragen? Ich hätte vielleicht eine kleine Geschichte. Ja, gerne. Das Luna-Paket ist total verseucht, dann wird Explorer mit installiert, Akiba wird installiert und so weiter und so fort. Wie können wir das ändern? Und dann hat er immer behauptet und gesagt, das muss irgendwie Juno offiziell zur Verfügung stellen, ne? Das Luna-Team. Und dann hat Brian und ich haben ihm dann gesagt, du, mach das und dann gehörst du offiziell zum Team. Ja, also trete jetzt mal der Community bei, mach das zu deinem Baby und wir sorgen dafür, dass du dann irgendwie im Team landest. Ja? Und das ist die Idee dahinter. Also man darf auch nicht alles immer auf Juno schieben oder sagen, da ist jemand, der macht irgendwas, wir sind Juno. Das ist so die Erkenntnis, die ich dann in der Zeit so mitbekommen habe. Man muss das machen und dann ist man automatisch im Team. Man ist Teil von Juno. Man wird sofort akzeptiert. Richtig. Genau, wenn man Verbesserungsvorschläge hat, dann kann man auf issues.juno.com gehen und sagen, ich vermisse hier eine Funktion, wie sieht es aus, vielleicht wurde das schon mal diskutiert, vielleicht sagt jemand anders, ja, das finde ich auch gut. Und es gibt unglaublich viele Möglichkeiten, sich da einzubringen und es ist wirklich so, das was der UFO gerade sagt, es ist wirklich so, mach, Joomla ist eine reine Einladung. Ja. Oder man rutscht automatisch rein, wie bei mir. Ja. Letztes Jahr die Künstlergeschichte, ja. Forum sollte neu gemacht werden. Ja, ich kenne mich ein bisschen aus, war in dem alten Portal ziemlich oder sehr aktiv. Ja, wollen wir was Neues aufbauen, plötzlich leichter. Genau, also das ist wirklich super klasse. Oder die Einsamkeit treibt einen zum Wunder. Mein Gott, die Einsamkeit! Nein, man sieht Gleichgesinnte. Ich weiß, ich wusste, dass das UFO ist. Ja, man lernt einfach auch wirklich spannende Leute kennen und die sind alle total offen, wie zum Beispiel der Viktor Vogel oder der Hagen. Es sind einfach Leute, die man vielleicht schon mal überall irgendwo gelesen hat, die man schon mal irgendwo einfach kennengelernt hat. Wenn man weiter will, dann einfach engagiert euch. Es ist einfach, es tut nicht weh und ihr könnt problemlos machen. Auch du hast es geschafft. Ja, danke schön. Kann man noch was sagen? Ja, unbedingt. Ich habe dummerweise den Vortrag nicht gesehen, von daher weiß ich nicht, was hier passiert ist. Aber ich würde mal so ganz weltlich sagen, 85% der Leute nutzen schon, weil sie Geld verdienen wollen. Das muss man ganz deutlich mal so sehen. Also es geht nicht darum, definitiv nicht die Welt zu einem besseren Platz zu machen, sondern das ist ein Ding für in Deutschland nicht so, weil in Deutschland ist es halt relativ frei, aber in anderen Ländern ist es eine Möglichkeit, Geld zu verdienen. Das ist relativ einfach, sage ich mal, so ein Amount von 500 oder 1000 Euro oder Dollar, je nachdem, was für eine Währung man da hat, im Monat damit zu realisieren. Das ist in vielen Ländern sehr viel Geld. Und die Motivation ist extrem hoch, dadurch, dass es ist ja eben frei, also das heißt, man kann sich runterladen, man kann da auch was machen. Und ich glaube, die Aufgabe von so Ländern wie Deutschland ist eben dann genau dieses Ding, ja, vielleicht über Vereine und Mitarbeiter das Ding ein bisschen in die richtige Richtung zu schieben. Und ich würde es auch nur cool finden, wenn Deutschland sich mehr in diesem internationalen Kram engagiert. Weil Joomla ist nach wie vor so ein bisschen wie Mafia, Good Old Boys Club. Ne? Und man muss halt sehr viel schmieren und Bier trinken, damit irgendwas verändert wird. Und das kann man im Alter dann auch nicht mehr so. Und irgendwann will man das ist aber nicht alle. Das ist in Ordnung, aber ich würde eben auch sagen, das ist sehr weit gegriffen und ich glaube noch an das Gute in Joomla ich bin auch wirklich davon überzeugt und diese Working Groups, prinzipiell ist es so, dass man kein Geld damit verdient. Die Entscheidungsprozesse sind hippie-mäßig, da ist es einfach so, bis du oben bist, bis du da irgendjemanden erreichst und sagst, hallo, können wir das jetzt bitte mal fixieren, das
dauert. Nein, ich meine, wir müssen mal denken, wir leben in diesem neoliberalistischen Zeitalter. Ja? Und das ist auch mittlerweile Open Source Methodology. Das heißt, es ist eine Möglichkeit für Firmen, preisgünstig Programme zu entwickeln. Und da ist Joomla klasse, weil Joomla ist nicht... Ja, das ist auch super. Ich will das auch nur unterstützen. Ich will es auch nur deutlich machen, dass man damit nicht missbraucht wird. Ja? Weil ich habe oft genug gesehen in vielen Open Source Programmen, die letztlich einfach nur in Unternehmensprozesse eingebaut werden und die Leute oft nichts zurückgeben. Und das ist beispielsweise mal gibt es, natürlich. Und gibt es extrem viele. Natürlich gibt es das. Trotzdem, wir sind jetzt hier in der deutschen Community, haben das Problem, glaube ich, hier in Deutschland auch nicht so massiv. Und von daher, nein, es ist in Ordnung, es ist in Ordnung, darauf hinzuweisen. Und es gibt große Firmen, das stimmt auch im Bereich von Joomla, die ziehen was raus. Aber es gibt eben auch genauso große Firmen, auch tatsächlich große Firmen, die zurückgeben, auch international. Ja, wie ich 2006 mit Joomla angefangen habe, habe ich eigentlich null Plan gehabt. Ich habe letztens aus Interesse mal auf joomlaportal.de geschaut, welche Fragen ich gestellt habe 2006, 2007. Das war echt peinlich. Das sind Fragen, auf die ich heute vielleicht gereizt sein würde, kannst du nicht mal googeln oder mach doch mal. Und das Schöne ist, dass man irgendwann später auch was zurückgeben kann. Und ich habe aber auch schon früh angefangen, für jede Antwort, die ich bekommen habe, auch jemanden, der nach mir gekommen ist und dieselbe Frage gestellt hat, dann mein Wissen weiterzugeben. Und wie wir jetzt gerade schon gesagt haben, Joomla ist kostenlos. Wir kriegen eigentlich eine kostenlose Schulung über Forn und die Community. Und da können wir auch ein bisschen was zurückgeben. Und ich finde, das ist schon eine Aufgabe von jedem, dass er sich eine Gruppe raussucht, wo kann ich einen Teil zurückgeben. Das ist ein super Schlusswort. Dankeschön.